im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht auch wieder eine freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Silke und Silke ist 41. Hallo Silke. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Mein Mann ist gestorben, ganz plötzlich. Und also ohne Vorzeichen, dass er krank war oder irgendwas gewesen wäre. Er ist abends, hat er sogar noch hinten in der Werkstatt gearbeitet und kam um 10 abends vor und sagt, ach komm, lass uns schlafen gehen. Und ich habe ihn dann am anderen Morgen nicht mehr wecken können. Er war ins Koma gefallen und war abends dann hirntot. Und hatte eine Streptokokkeninfektion bekommen, über Nacht eine Hirnhautentzündung. Wann war das? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr. So, wir haben einen kleinen Hund. Ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn du sagst, ich habe ihn morgens gar nicht mehr wach bekommen. No, ich habe versucht, ihn zu wecken und habe ihn nicht wach bekommen, habe sofort die Notrufnummer gewählt. Mhm. Hab dann erstmal unser Kind beruhigt. Wie alt ist das Kind? Er ist jetzt 7. Mhm. Und er hat natürlich die totale Angst gehabt. Wir waren eine sehr, sehr enge Familienbande. Also wir haben ganz, ganz viel Müll auch erlebt gehabt, vorneweg schon. Und haben uns immer wieder durchgekämpft. Der Kleine ist ein absolutes Wunschkind per künstliche Befruchtung entstanden. Mhm. Und naja, wir haben das alles irgendwie gemeistert und jetzt ist unser Felsen einfach gestorben, einfach weg. Wie hat denn der Kleine den Tod des Papas verkraftet? Er hat ihn gar nicht verkraftet. Er ist immer noch, also wir sind beide, uns geht's beiden nicht wirklich gut. Wir kommen damit gar nicht zurecht und der Kleine wünscht sich zu sterben. Wünscht sich zu sterben? Ja, er möchte zu Papa. Wie sagt er das denn zu dir? Er sagt es gar nicht zu mir. Er sagt das abends, wenn er ins Bett geht, beim Beten, sagt er, lieber Gott, hol Mama und mich zu dir. Mhm. Wir wollen bei Papa sein. Er betet laut. Ja, sodass du das mithören kannst. Dass ich es mithören kann. Er weiß auch, dass ich dabei, also ich bin ja dabei, er hört, dass ich das höre. Also ich tue ihn jetzt nicht belauschen oder so, sondern er weiß, dass ich das höre. Das betet er jeden Abend? Er wünscht sich Papa auch mal wieder und so, aber er hat jetzt vor 3 Tagen, war er einen Tag bei seinem Freund von der Schule und hat eben halt, kam dann abends wieder und war völlig verstört und ja, hat dort eben halt Familie erlebt. Mhm. Den Vater des Freundes erlebt vielleicht in Aktion. Mhm. Und daraufhin betet ihr bitte, oder betet ihr? Dann hat er definitiv zu mir gesagt, Mama, ich will nicht mehr, ich will sterben, ich will zu Papa. Was hast du denn darauf gesagt? Ich habe ihn einfach in den Arm genommen und hab ihn gedrückt und hab versucht, für ihn da zu sein. Und du sagst nichts zu ihm? Ich habe ihm dann gesagt, dass ich das verstehen kann und dass es ganz schrecklich ist, dass der Papa nicht mehr da ist, aber dass der Papa eben will, dass wir hier unten weitermachen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr schwer, weil ich nach dem Tod von meinem Mann selbst versucht hatte, mir das Leben zu nehmen. Das hast du gemacht? Wie hast du das gemacht? Ja, mit Tabletten. Trotz des Kindes? Ich bin auch 2-mal reanimiert worden. Du hast es trotz des Kindes getan? Ja, ich habe den Kleinen aber in Sicherheit gebracht gehabt. Also er war nicht dabei. Ich bin durch Zufall gefunden worden. Ja. Und wer hat dich gefunden und wo? In der Wohnung? Naja, ich bin in der Wohnung. Also der Kleine, der war bei Bekannten.
Also ich hatte den zu Bekannten geschafft und hatte gesagt, ich brauche einfach mal 2 Tage Ruhe, ich muss mal ausschlafen. Hatte das alles vorbereitet, hatte auch, ich hatte hier alles gekündigt, Telefon. Und also es war nicht, lass mich fragen, es war nicht aus dem Affekt, du hast das genau bedacht. Nein, alles. Ich habe das genau geplant. Aber nochmal. Wie kann man sowas genau planen, wenn man ein 6-jähriges Kind hat, für das man Verantwortung trägt? Weil ich der Meinung war, dass ich das mit ihm nicht schaffe. Also, dass ich nicht stark genug bin, für das Kind da zu sein. Und, aber hast du denn darüber, lass mich fragen, hast du denn darüber nachgedacht, was das für das Kind bedeutet hätte, Vater und Mutter zu verlieren? Ich war damals der Meinung, es geht ihm besser ohne mich. Warum warst du dieser Meinung? Weil ich selber so am Ende war, dass ich nicht in der Lage war, eben halt zu kämpfen. Warum hast du denn damals hier keine therapeutische Hilfe gesucht? Ich bin schon länger in therapeutischer Behandlung gewesen, auch vorher schon, bevor was mit meinem Mann passierte, weil ich habe eine ganz, ganz schwere Kindheit hinter mir mit schweren sexuellen Hintergrund, also wo mein Erzeuger da auch sehr, sehr lange mich missbraucht hat und war dadurch eben halt in Behandlung und ich habe die Jahre vorher eigentlich immer nur für meinen Mann gelebt. Ihm zuliebe war ich noch auf dieser Welt und nun ist er gestorben. Und Moment mal, ich hake wieder ein. Die Jahre vorher war der Kleine ja auch schon da. Da war mein Mann da. Ja, aber da warst du hauptsächlich hast du für deinen Mann gelebt und nicht für das Kind? Nein, auch für das Kind. Aber in erster Linie für den Mann? Ich hatte damals, bevor der Kleine geboren war, war so die Intervention, dass mein Mann eben halt sich gewünscht hat, dass ich für ihn kämpfe und für ihn weiterlebe und habe ihm den Wunsch erfüllt. Dann kam der Kinderwunsch, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt ein Kind. Hat dich denn das Kind dann, also als der Kleine auf der Welt war, hat denn der Kleine dich nicht so ins Leben zurückgeschoben? Doch. Es ging dann so lange gut bis zu dem Punkt, wo mein Mann gestorben war. Mhm. Es ging dahinter ja auch noch gut. Also ich habe alles noch geregelt. Ich habe alle Formalitäten auch alles erledigt. Was wäre denn mit dem Jungen geworden, wenn du gestorben wärst? Er wäre zu einer guten Bekannten gekommen. Das glaubst du, das konntest du ja nicht vorher mit der Bekannten besprechen. Das hast du angenommen. Ich hatte das schriftlich auch festgelegt und ich hatte mit ihr auch gesprochen. Nach dem Tod von meinem Mann hatte ich sie gefragt, ob, wenn mit mir was passiert, ob sie bereit wäre, den Kleinen zu übernehmen. Wie denkst du denn, das liegt ja jetzt knappes Jahr zurück. Ja. Wie denkst du heute über diese Aktion, dass du dir das Leben nehmen wolltest? Schwachsinn. Da bin ich sehr beruhigt, dass du es so siehst. Ja. Also heute stehst du im Leben und du willst leben. Ich will leben. Und Und du willst das Leben so schön wie möglich gestalten für dein Kind? Ich lebe für mein Kind. Ich habe, leider bekomme ich eben halt derzeit von der Krankenkasse keine Therapie bezahlt. Keine Psychotherapie mehr bezahlt. Aber Silke, weißt du, was du auf jeden Fall bezahlt bekommst? Eine Therapie für den Kleinen. Ja, der Kleine ist jetzt in Therapie. Ab wann? Seit wann? Seit einem Monat. Wir haben fast ein Jahr auf einen Termin bei einem Psychologen gewartet. Hast du dem Psychologen denn auch von diesen Äußerungen erzählt, dass der Kleine sterben will? Ja, ich habe sie angerufen, hab ihr das gesagt und wir haben jetzt am Sonnabend einen Termin mit der Psychologin und Achso, du bist seit einem Monat seid ihr in Kontakt, aber dieses Problem ist noch nicht besprochen worden. Nee, nur am Telefon, habe ich ihr gesagt. Und deshalb hat sie mir jetzt einen Zwischentermin am Samstag gegeben. Verstehe, das ist sehr gut. Das ist ausgesprochen gut. Also, das schreit ja geradezu danach, dass der Kleine in fachkundige Hände muss, unbedingt. Ja, was mir eben halt noch ganz, ganz schwer am Herzen liegt, ist eben halt, dass ich allen, auch jungen Eltern oder jungen Paaren sagen will, dass sie sich Gedanken darüber machen,
was wird mit meinen Organen, dass jeder die an, was, wie kann eine Patientenverfügung aussehen, was wird mit meinem Nachlass, wie möchte ich beerdigt werden. Das ist eine Stunde, wo man sich mal zusammensetzt, das alles macht. Warum sagst du das jetzt? Weil ich die ganzen Entscheidungen treffen musste für meinen Mann. Ja, und das ist ja natürlich dann in der Schocksituation und aufgrund dessen, dass du seelisch eh auch selbst angeschlagen bist, sehr schwer gefallen. Genau, also ich musste dann vor das Vormundschaftsgericht und hatte dann praktisch über Vormund für meinen Mann. Musste entscheiden, ob die Maschinen abgestellt werden und was mit den Organen wird. Und absolut, das sage ich auch immer, dass alle Leute sollten, auch die junge Leute, eine Patientin. Ich appelliere da wirklich an jeden, der soll, dass das jeder für sich selbst klären soll. Ja, wir sagen nochmal die Begriffe. Man muss eine Patientenverfügung und eine Vorsorge. Ein Testament. Eine Vorsorge. Eine Generalvollmacht. Genau, eine Generalvollmacht, genau. Und ein Organspendeausweis. Auf dem Organspendeausweis kann man ja auch ausschließen, dass man es nicht will. Aber man sollte es doch selbst entscheiden. Ja, was ist denn es war sehr, sehr schwer für mich, das zu entscheiden, weil ich nicht wusste, was wollte mein Mann. Aber er hatte keinen Organspendeausweis? Nein, hatte er nicht. Aber dann war die Sache doch erstmal klar, dass er keine Organe entnommen haben wollte. Naja, er hatte den nie, weil er nie wollte oder so, sondern weil wir uns darüber gar keine Gedanken gemacht haben. Mhm. Und ich habe die Organe von meinem Mann freigegeben. Und ich denke, dass es auch in seinem Sinne gewesen ist, weil er war Blutspender und ich denke, er wäre sicher damit einverstanden gewesen. Mhm. Und er hat noch 7 Menschen einen neuen Start geben können. Ja. Musstest du denn länger auf die Beisetzung warten? Nein, aber ich durfte ihn nicht tot sehen. Also ich habe praktisch einen Anruf vom Krankenhaus gekriegt. Ich war früh bei ihm und habe mich verabschiedet, also habe gesagt Tschüss und habe ihm nochmal einen Arm genommen und habe gesagt, Schatz, lass los, wir kriegen das hier hin. Ja, wer hat denn eigentlich das Thema Organspende angesprochen? Du oder die Ärzte? Mir ist an dem Sonnabend, also der ist Freitagabend in Zürntod gefallen, und an dem Sonnabend, als ich ins Klinikum kam, hat der Arzt mir gesagt, dass ich muss Sie davon unterrichten, dass Ihr Mann Hirntod ist. Er wird es nicht schaffen. Machen Sie sich bitte Gedanken, was mit den Organen passiert. Mhm. Also innerhalb eines Satzes. Das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen, wenn kein Organspendeausweis da ist, dass er sich dich dann so gefragt hat. Das ist aber so, dass der Arzt trotzdem, dass eben kein Organspendeausweis ist. In Deutschland ist das halt so, dass trotzdem die Angehörigen befragt werden. So, Silke, ich finde gut, dass du jetzt mit deinem Kind zu der Kinderpsychologin gehst. Das ist ganz wichtig, das ist lebenswichtig für den Kleinen, dass er wieder mehr... Ich habe halt große Angst, ihn zu verlieren. Ne? Ja, aber deshalb ist der Weg ja jetzt richtig. Ich beschütze ihn auf Schritt und Tritt und ich habe halt Angst und ich brauche halt ganz viel Rat und Hilfe. Ja. Ne? Weil uns geht es beiden nicht wirklich gut im Moment. Also der Weg ist ja schon mal richtig zu der Psychologin. Darüber hinaus brauchst du, finde ich, so wie du mir jetzt, wie ich dich jetzt erlebe, auch noch eine Hilfe, eine Unterstützung. Du sagst, du kriegst keine Therapie mehr. Wir überlegen mal, was wir dir noch anbieten können, was außerhalb anbieten können oder was für einen Tipp wir dir geben können, was außerhalb von Therapien liegt. Dazu bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Christina, meiner Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Okay. Ja, liebe Silke, alles Gute und ich drücke die Daumen, dass es dem Kleinen bald seelisch besser geht. Ja, danke, Domian. Alles Gute, danke. Auf Wiederhören. No, tschüss. Hier ist Mattes. Mattes ist 36. Hallo, Mattes. Hallo, Domian. Also erstmal möchte ich mich dem Polizeiwachtmeister anschließen. Deine Sendung ist fantastisch. Ich danke dir. Und ich hoffe, das, was ich jetzt zu bereden habe mit dir, wirkt jetzt nicht wie ein Hohn auf diese alte Dame. Denn ich habe kannibalistische Gedanken und ich würde ganz gerne mal, oder als Fantasie, würde ich ganz gerne mal einen Körperteil oder einen Körper verschweißen. Das muss ich erstmal durchatmen. Richtig. Du würdest gerne, es ist eine Fantasie, ein menschliches Stück Fleisch essen. Ja.
Das ist aber, um es gleich klarzustellen, du hast es gerade gesagt, aber ich will es nochmal herausstellen, es ist bisher nur Fantasie. Ja. Du hast nicht irgendetwas angestellt. Nein, nein. Ich bin also auch nicht weder auf der Suche, noch würde ich jetzt wie Maivis im Internet suchen oder geschweige für diesen perversen Trieb irgendwie jemanden, also auf die Suche gehen und jemanden dafür umlegen oder so. Das ist könnte ich nicht. Reine Fantasie. Ja. Ist das pervers? Ich denke mal, weil ja nun Kannibalismus in der Gesellschaft ja immer irgendwie vorkommt, aber auch auf der anderen Seite so verpönt ist, kann ich mir vorstellen, dass diese Fantasie, was ja eben letztendlich auch ein Wunsch, eine simulierter Wunsch der Realität ist, eigentlich immer als abnorm bezeichnen, sag ich mal so. Also abnorm ist es natürlich selbstverständlich. Es ist auch tief pervers, würde ich sagen. Lassen wir die Bewertung mal zur Seite. Richtig. Erzähle mir, versuche mir, du klingst ja als ein ganz vernünftiger Mensch und kommst relativ normal rüber. Was steckt dahinter? Warum würdest du das gerne wollen? Ja, das ist die Faszination oder es ist auch die Neugier, Menschenfleisch zu essen. Was nährt diese Neugierde? Warum ist diese Neugierde da? Also, ich würde das schon fast als unerklärbaren Trieb bezeichnen. Also, ich denke, zweierlei Sachen. Das eine ist, dass es aus dem Fetischismus entstanden ist. Also, ich hatte früher immer einen Fußfetischismus, also Frauenfüße. Mhm. Und daraus entwickelte sich immer mehr den Wunsch, diesen Fuß meinetwegen zu essen. Das ist alles harter Tobak, ich weiß. Also, das heißt, dabei ist eine sexuelle Komponente. Bezogen rein auf den Fuß. Ja. Nur auf den Fuß bezogen? Ja, aber denn letztendlich sprang der Funken über. Und zwar, weiß ich noch, so ungefähr vor 10 Jahren, als das Internet hochkam, gab es diese deutsche Zeiten, wo das sexuell zelebriert wird, dieses gesamte Essen eines Menschen. Aber das war mir zu viel. Neugier war da, aber nicht dieses Sexuelle da auf jeden Fall. Also ich halte fest, das bezieht sich nur auf einen weiblichen Fuß. Sonst würdest du das so gerne tun. Ohne jegliche sexuelle Attraktion dabei. Na, du sagst, diese Neugierde ist fast unerklärlich. Damit mag ich mich noch gar nicht richtig abfinden. Es ist mir so fremd und so fern. Also es gibt ja viele Fetische, in die man sich, wenn man auch überhaupt nicht betroffen ist, so haarscharf vielleicht reindenken kann. Also ich beschäftige mich jetzt natürlich mit dem Thema und versuche natürlich darauf eine Antwort zu finden. Ich weiß nur, dass es irgendwann war es einfach irgendwo da, dieses Element. Die Frage ist, was ist mit dem Menschen, was ist mit Mattes los, dass er so ist? Das würde mich als Psychiater brennend interessieren, wenn ich mich mit dir beschäftigen würde. Also erklären kann ich das nicht. Ich weiß nur, dass ich das sehr hohe Standards habe. Also eine gut bürgerliche Erziehung genossen habe und dass ich eigentlich auch normal fungiere und jetzt in meiner jetzigen Lebenssituation, dass es einfach hochgekommen ist. Ich habe keine Arbeit, ich bin arbeitslos, ich bin erkältet, mir fällt die Decke auf den Kopf und dann denkt man über solche Sachen einfach immer wieder nach. Was hast du für eine Ausbildung, was hast du gelernt? Also ich habe ein akademisches Studium hinter mir. Ja. Lebst du alleine? Ich lebe alleine, ja. Schon lange? Seit 5 Jahren. Und dieser Wunsch, diese Sehnsucht, ist aber nicht jetzt gerade durch die Erkältung und die Arbeitslosigkeit. Ja, also ich sag mal so, wenn man nichts zu tun hat, oder wenn ich was zu tun habe, dann beschäftige ich mich damit relativ selten. Das hat also auch an sich auf die Beziehung, die ich meinetwegen führe, eigentlich auch nicht so den Einfluss gehabt, wenigstens bis zu diesem Grade auf jeden Fall. Hast du das je einem Menschen erzählt? Nein. Nein.
Ich glaube, dass die meisten auch schreiend rauslaufen würden, wenn du ihnen das erzählen würdest. Also ich habe damit mal schlechte Erfahrungen gemacht, sage ich mal so. Und dass ich mich jetzt an dich gewendet habe, ist unter anderem wegen dieser Situation, die ich eben geschildert hervorgekommen, beziehungsweise ich habe durch diese Lebenssituation auch Suizidgedanken gehabt. Und man kommt ja über Foren und bestimmte Chats, die ich jetzt hier nicht nennen will, da habe ich ganz tolle und liebe Personen kennengelernt, die haben mir den Tipp gegeben, sich doch bei Domian damit mal zu melden. Also du und jetzt anscheinend die breite Öffentlichkeit hören jetzt von mir das erste Mal. Ja. Das heißt, dieser Wunsch wird schon intensiver, kann man das so sagen, gegenüber im Vergleich zu 2, 3, 4, 5 Jahren. Nein, der ist gleich bleiben, sag ich mal so. Aber du treibst dich, das habe ich jetzt so rausgehört, du treibst dich schon im Netz mit, oder bist auf der Suche nach Gleichgesinnten, kann man das sagen? Nein. Also ich versuche mir die Sache selber zu erklären, auf jeden Fall. Du hast aber wie gesagt, also es ist ja nicht so, ich rede ja von dem Körper. Ich rede also von niemandem, also ich würde jetzt niemanden umbringen, beziehungsweise wie bei Maivis hat sein Opfer ja selber erlebt, das könnte ich nicht. Gut, das habe ich jetzt verstanden. Und das wollte ich nur noch herausstellen. Das ist völlig in Ordnung, sonst hätten wir das Gespräch ja schon abgebrochen, wenn du in dieser Richtung tendieren würdest. Jetzt muss ich dich, wenn wir schon so offen reden, müssen wir auch ganz offen reden. Wenn du solche Fantasien hast, wie weit gehen die Fantasien? Stellst du dir vor, dass das Fleisch eines Menschen, wie wir es gerade gehört haben, dir zu kochen oder zu braten? Willst du es zubereiten? Willst du es roh essen? Ich würde es dann zubereiten. Ich würde das dann zubereiten, wie normales Fleisch auch eigentlich. Und in der perversen Fantasie, würdest du dir ein richtiges Essen mit Kartoffeln dazu und Beilagen dir vorstellen? Nur also jetzt in deiner optimalen Fantasie. Also ich sehe das, wenn da jetzt ein Opfer liegen würde in meiner offenen, perversen Fantasie, dann würde das so klingen. Ich würde das aber aus meiner Erklärung her, aus dem Geisteskranken her, würde ich das eher als Ritual sehen, als Würdigung. Als Würdigung des Toten, des Verstorbenen? Ja, nicht irgendwie ein Riesengemetzel, sondern ich würde das eher als Würdigung ansehen. Ich würde mir also durch das Kochen auch eine Zeit nehmen für diese Person, die ihren Körper oder ihr Körperteil eben halt so zur Verfügung gestellt hat, dass ich da rankommen würde. Okay, wir bleiben in der konkreten Fantasie. Ja. Welches Fleisch hättest du gerne? Also das wäre normales Muskelfleisch, wie bei anderen Fleischsorten auch, sag ich mal so. Geht die Fantasie so weit, dass du dieses Fleisch oder dieses Muskelfleisch auch aus einer Person heraustrennen würdest wollen? Es wäre zwangsläufig nötig, sag ich mal so. Ja, das wäre also kein Lustmoment für dich, das rauszuschneiden. Nö. Es würde dich auch reichen, wenn man es dir auf einem Teller servieren würde. Das würde auch reichen, ja. Bei der Vorstellung, dieses dann zu zerkauen und runterzuschlucken, kommt bei dir keinerlei Ekel hoch? Also jetzt im Moment noch nicht. Also ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Sollte es der Fall sein, und dann wüsste ich ja genau definitiv die Antwort, sage ich mal so. Mhm. In deiner perversen Fantasie, unterstreiche ich das nochmal so, würdest du es gerne einmal machen oder immer wieder mal? Also ich hoffe, dass das nie passieren wird. Das hoffe ich natürlich von Herzen auch. Ich rede jetzt gerade nur, ich will wissen. In dieser Fantasie würde das nur einmal passieren. Sollte es ein Mann, eine Frau sein? Das wäre mir eigentlich egal. Hm. Das ist eigentlich nur die Neugier auf das Fleisch. Das Alter und das Geschlecht wäre mir eigentlich egal. Es sei denn, es ist ein Fuß. Ja, dann von der Frau, sag ich mal so ganz. Und dann haben wir das Sexuelle dazu. Dann wäre das eben halt diese Grenzzone sexuell, das gebe ich gerne zu, ja. Warte, ich halte das für einen hochpsychiatrischen Fall. Mhm. Also sage ich jetzt nicht, um dich zu beleidigen, sondern ich möchte dir helfen. Ja. Weil ich Angst habe,
wo wer weiß, wohin das führen kann. Du hast es mir glaubhaft versichert, dass du keine kriminelle Aktion starten wirst. Yes. Nein, das habe ich jetzt wirklich auch so aufgefasst. Aber es kann natürlich sein, dass diese Fantasie dich, deine Psyche und vielleicht auch deine Sexualität im weitesten Sinne auf Dauer zerstört. Und deshalb würde ich dir dringend raten, dich wirklich an einen hervorragenden Sexualtherapeuten zu wenden. Nicht an irgendeinen Therapeuten. Du musst zu einem sehr, sehr professionellen Sexualtherapeuten. Ich werde das also in Angriff nehmen. Wenn ich merke, dass das wirklich über den normalen Verstand herausgeht, also wirklich gefühlsmäßig, sag ich mal so. Noch eine Frage zur Sexualität. Ja. Wenn du mit einer Frau schläfst, den normalen Geschlechtsakt hast, ja. Gibt es zwischendurch in der Fantasie dieses Thema auf? Eigentlich nicht, nein. Also da bin ich eigentlich mal ganz froh, wenn ich mich ertappe, mal, wenn der Geschlechtsakt vorbei ist, wenn ich mich ertappe, dass ich mal nicht dran gedacht habe, dann denke ich wirklich an die Person. Ah, das heißt aber, sonst denkst du sehr viel an dieses Thema? Nein. Also ich. Weil du gerade gesagt hast, ich bin froh. Ich verdränge es. Mhm. Also, aber das heißt ja, wenn man etwas verdrängt, heißt es ist ja schon da und bedrückt einen vielleicht. Ja, wie gesagt, in diesen Phasen, so wie heute, bedrückt es mich ganz stark, klar. Aber wenn ich merke, das ist wie die Leute, die ritzen, die so Skills haben und sich Ausgleichshandlungen suchen. So, und so habe ich das bisher. Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich hab das seit meiner Pubertät immer irgendwie in den Griff gekriegt. Mhm. Und ich bin damit auch so weit gut gefahren und ich denke auch, dass ich das so weit auch im Griff behalten werde. Ja, wobei eine professionelle Hilfe nicht schlecht ist, vor allen Dingen, um für dich auch rauszukriegen, woher rührt das, was sind die Wurzeln? Ja, die Sache ist noch, ich habe natürlich Angst mit der Therapie, weil ich natürlich Angst habe, dann stigmatisiert zu werden. Ja, also wer bezahlt mir das? Ich muss bei der Krankenkasse das machen und ich muss mich krank schreiben lassen. Ja. Wer bezahlt mir das? Das werden wir dir jetzt alles mal im Hintergrund beraten, wie man auch in einer solchen krassen Situation in gute therapeutische, ärztliche Hände kommt. Wir werden dich gleich zurückrufen. Das heißt, mein Psychologe ruft dich zurück. Ich möchte dir aber noch was sagen, Mathis. Vielleicht werden jetzt viele auch sagen, mein Gott, warum unterhält Domian sich mit so einem Menschen? Das ist eben auch Prinzip dieser Sendung, dass Leute, und deswegen finde ich es gut, Mathis, dass du angerufen hast, dass Leute auch mit ganz extremen Neigungen oder mit großen Abgründen sich hier auch melden können und wir beschäftigen uns damit und wir helfen, wo wir helfen können. Und das werden wir in diesem Fall jetzt auch machen. Gut, dass du angerufen hast und wir werden dich jetzt zurückrufen. Mathis, du legst bitte auf und ich wünsche dir alles Gute. Ja, vielen Dank, Domian, dass du zugehört hast. Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns. Tschüss. Und hier ist Matthias. Matthias ist 39. Guten Morgen, Matthias. Guten Morgen, Domian. Hallo, Matthias. Ich bin gespannt, was für ein Geräusch du mir erzählen wirst. Mein Geräusch ist der Hubschrauber. Und zwar, es war vor 2 Jahren, am Ostersamstag, also 2010. Ja. Da hatte unser Sohn einen Ertrinkungsunfall in Brandenburg und zusammen mit meinem Schwiegervater habe ich ihn dann geborgen aus dem See und habe ihn dann zusammen reanimiert, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist. Und dann wurden wir halt sozusagen mit dem alarmierten Rettungshubschrauber, den die Leitstelle geschickt hat, damit wurden wir dann quasi von Brandenburg nach Berlin geflogen, halt in eben eine Spezialklinik, sage ich jetzt mal, oder ein Haus der Maximalversorgung. Mhm. Und ich bin eigentlich Berliner und wir haben in Berlin den gleichen Hubschraubertyp. Mhm. Und der hat einen ganz bestimmten Sound. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich diesen Sound halt höre, der fliegt ja relativ oft in Berlin, dann sind die Bilder von diesem Unfall wieder da. Und, wie ist es denn deinem Jungen dann ergangen, als er in der Klinik war? Naja, also er war, er wurde dann halt gleich direkt auf die Kinderintensivstation gebracht, da wurde die Reanimation weitergeführt. Mhm. Insgesamt ein bisschen über 3 Stunden, wie wir es im Nachhinein rekonstruiert haben. Und da gab es natürlich das volle Programm. Ne? Ist er denn wieder ganz gesund geworden? Also das ist ein medizinisches Wunder. Also es können sich halt irgendwie leitende Kapazitäten auf dem Gebiet eigentlich auch nicht erklären, die auch schon Ertrinkungsunfälle gehabt haben. Er hat keinerlei Folgeschäden. Also die
Prognose, er ist jetzt 5,5 knapp und kommt jetzt im August zur Schule. Mhm. Ist für sein Alter bestens entwickelt, eigentlich schon ein bisschen zu weit. Also es ist, das eigentliche Wunder an der Sache ist, dass er nicht die Sache überlebt hat. Das ist medizinisch zu erklären, dadurch, dass er in sehr kaltes Wasser gefallen ist. Mhm. Und dadurch der Körper halt sofort sozusagen in Schock gefroren wurde und alle Funktionen im Sparmodus laufen. Aber dass er halt eben ohne Folgeschäden überlebt hat, auch ohne Phobien. Also er hat keine Angst vor Wasser. Also im gleichen Sommer noch ist er dann in den gleichen See wieder mit Wonne reingesprungen. Und, er war sehr klein, ne? Er war 3,5 da. Ja, so zu, ja, 3,5, ja. Wie ist denn überhaupt Ostern? Sagst du, Ostern ist ja keine Badezeit. Wie ist denn dieser Unfall passiert? Naja, es waren die üblichen 2 Minuten. Also er wollte, was er eigentlich nie gemacht hat, er wollte halt eben Blümchen holen mit seiner Elefantengießkanne. Mhm. Um also Wasser für die Blümchen holen, wie er dann sagte, ne? Und ist dabei halt, wie es halt Kinder so machen, halt eben nicht aus dem Rücken aufgestanden, sondern ein bisschen nach vorne über, ist dann halt in den See reingefallen. Und wie lange lag er in dem See? Das kann man nicht genau sagen. Also es kann nicht länger als 1 Minute gewesen sein oder vielleicht 1,5, maximal 2. Also das ist nicht. Und ihr wart nicht in Sichtweite in dem Moment? Doch, natürlich. Doch. Also es waren diese berühmten 2 oder sag ich mal 30 Sekunden, wo man einfach mal den Rücken zudreht. Und Gott sei Dank, wenn ihr jetzt um die Ecke gesessen hättet oder so, dann wäre es ganz schlimm gewesen. Ja, also wir hatten halt eben nur gemerkt, dass er dann auf einmal nicht mehr da ist und haben dann halt die ganzen Grundstücke abgesucht. Und ja, mein Schwiegervater hat ihn dann halt eben da am Ufer sozusagen gefunden und ihm aus dem See gezogen und wir haben ihn zusammen reanimiert. Achso, aber dann war er doch nicht in Sichtweite, wenn ihr die Grundstücke habt absuchen müssen. Nee, wir haben ihn, wir haben ihn ja erstmal suchen müssen. Er war natürlich über in Sichtweite, nur in dem Moment war er dann halt eben nicht mehr da. Weil er ins Wasser gefallen war? Richtig, genau. Also, ach so, ja. Ja, genau. Mhm. Das Ganze ist also jetzt nicht, musst du dir vorstellen, das ist ein Wassergrundstück, wo es passiert ist. Und da ist halt eben ein kleines Bollwerk dran, also eine Kante. Gottes Willen, Sind so 20 Zentimeter, sag ich mal, zwischen Wasserspiegel und sozusagen der Uferkante. Mhm. Das ist also ein befestigtes Ufer. Da sieht man das halt natürlich nicht sofort, erst wenn man direkt davor steht. Und er trieb genau in der Ecke zwischen, da geht noch so ein Steg ab und genau in der Ecke trieb er halt. Ne? Was, als ihr ihn da gefunden habt, was macht man denn dann im ersten Moment? Man zieht ihn raus und was macht man dann? Was habt ihr gemacht? Na, ich hab, wie gesagt, mein Schwiegervater, der hat vor 35 Jahren, war der mal Rettungsschwimmer, hat natürlich seitdem sein Wissen nicht mehr irgendwie großartig vertieft in irgendeinem Erste-Hilfe-Kurs, war auch nie in der Situation. Bei mir war es ein bisschen anders. Also ich bin Rettungssanitäter auch und ach so, ja gut, dann wusstest du Bescheid, was man machen muss. Also erzähl es uns mal, was macht man in dem Moment? Nein, also wir haben dann halt natürlich sofort begonnen, das, was man macht bei einer Reanimation. Wir haben ihn halt eben probiert zu gucken, ob wir ihn halt aufwecken können durch entsprechende Schmerzreize etc. pp. Und dann haben wir natürlich gleich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung angefangen. Also mein Schwiegervater hat halt Massage auf die Brust. Mein Schwiegervater hat die Herzdruckmassage übernommen, ich habe die Beatmung übernommen. Beatmung heißt Mund-zu-Mund-Beatmung? Nein, in dem Fall ja Mund-zu-Nase-Beatmung. Also beziehungsweise erstmal auch geguckt, ich meine, um Sauerstoff reinzukriegen oder Luft reinzukriegen, muss der ganze Schnodder, der sich da angesammelt hat in der Lunge und in den Atemwegen natürlich erstmal raus. Das habe ich probiert, indem ich einfach probiert habe, den ganzen Schleim und Dreck halt über die Nase abzusaugen mit meinem Mund, dass man überhaupt was reinkriegt. Parallel dazu hat meine Frau dann einen Notruf abgesetzt. Beziehungsweise den habe ich dann abgesetzt und sie hat mit der Beatmung weitergemacht, weil sie komplett konsterniert war. Ich war in dem Moment total cool, was mir natürlich im Nachhinein riesengroße Schwierigkeiten bereitet hat auch, ne? Weil ich halt. Warum? Es war doch gut, dass du cool warst, weil du klug dann handeln konntest. Richtig, genau. Ja. Nur es ist natürlich dann so, also ich habe mir eine Zeit lang oder kurze Zeit danach dann halt die Frage gestellt, warum warst du halt so abgewichst, ne? Und hast halt eben das nicht als dein Kind behandelt und hast halt eben nicht emotional reagiert. Letztendlich habe ich genau richtig gehandelt, habe ich das Beste getan. Ja, klar, was für eine Frage. Wenn du dich hingesetzt hättest und hättest geheult, wäre der Junge gestorben. Richtig, genau. Also so war es genau richtig, was du gemacht hast. Genau. Als der Hubschrauber dann kam, da vergehen ja natürlich auch elende Minuten, bestimmt eine Viertelstunde oder sowas, ehe der Hubschrauber kam. Richtig, genau. Also wir hatten ja Glück, es war in der Uckermark gewesen und da ist ja, sag ich mal, ist ja eigentlich ländliches Gebiet mehr oder weniger und da ist, sag ich mal, auch der erste Rettungswagen unter Umständen halt 20 Minuten entfernt. Ne? Und das wusste ich halt, das hatte ich halt permanent im Hinterkopf. Und es ist allerdings so, dass in dem Ort, wo wir waren, ein Rettungswagen stationiert ist und ich habe halt einfach nur gedacht, hoffentlich ist der da. Geistert nicht irgendwo sonst wo in der Gegend rum. Und der war da. Und
das ist sozusagen von dem Grundstück, auf dem wir waren, quasi einmal über den See rüber ist die Rettungswache. Und wie gesagt, kurz nach meinem Anruf hörte ich den auch schon. Ne? Also während dieser Zeit war der Junge bewusstlos. Richtig, genau. Also während der ganzen Zeit haben wir ihn reanimiert. Wir haben ihn dann vom See auf den Hof gebracht. Kurz haben damit der Reanimation weitergemacht. Dann kam der Rettungswagen. Dann kam witzigerweise, also das ist alles irgendwie total verworren, dann kam noch ein Arzt, der eigentlich Gynäkologe ist, aber halt eben auch ab und zu im Rettungsdienst halt in der Gegend tätig ist und der auch die beiden Sanitäter kannte. Also es kamen viel glückliche Umstände dazu, dass er dann gerettet wurde. Und der Hubschrauber ist das Geräusch, wenn du in Berlin sitzt und hörst den Hubschrauber. Genau. Das ist das Lebensrettungsgeräusch für deinen kleinen Jungen. Richtig, genau. Also eigentlich ein schönes Gefühl, wenn du den Hubschrauber hörst. Am Anfang war es halt eher ein bisschen bedrückend, weil halt eben genau in der gleichen Woche, ich musste halt eben in der gleichen Woche auch schon wieder arbeiten. Also wie gesagt, also es war Ostersamstag war der Unfall und Ostersonntagabend war er eigentlich schon wieder komplett bei Bewusstsein auch vollkommen orientiert. Also wie gesagt. Aber auf jeden Fall ein Geräusch, wenn du es jetzt hörst, wo du denkst, und, Gott sei Dank. Da war es natürlich schon sehr bedrückend. Ja, ja, verstehe. Gerade halt eben, weil genau dieser Hubschrauber-Typ beim Landen und beim Starten einen ganz bestimmten Sound hat, den sonst kein anderer Hubschrauber hat. Aber jetzt sind es gute Gefühle. Und mit der Zeit hat sich das dann halt eben in ein positives Gefühl gewandelt. Ne? Also Matthias, ich danke dir für deinen Anruf. Und wir freuen uns alle, dass dein kleiner Junge alles gut überstanden hat und dass er quietschfidel ist. So soll es sein. Da freuen wir uns auch. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Bis dann. Ciao. Und hier ist Birgit. Birgit ist 42. Guten Morgen, Birgit. Guten Morgen, Domian. Hallo, Birgit. Ja, wie geht's dir? Gut? Ja, hier ist es total heiß im Studio. Ja, bei mir war es auch heute ganz heiß. Wir haben hier keine Klimaanlage. Ja, siehst du, ich hatte auch keine, aber ich habe 3 geile Dates gehabt. Ich bin sexsüchtig. Ach doch bloß. Ja. Du hast heute schon 3 geile Dates? 3 verschiedene Männer gehabt. Das ist ja unfassbar. Ich muss aber dazu sagen, ich habe einen Partner, mit dem ich 5 Jahre zusammen bin. Ja. Aber der gibt's mir nicht so. Der steht nicht auf Sadomaso, nicht auf Lederklamotten, nicht auf, ne, da kommt er nicht auf klar. Du bist ein geiles Stück, kann man sagen? Ja. Ja. Dein Partner, weiß der, was du so nebenher treibst? Nein, weiß er nicht. Oh, das ist aber nicht die feine englische Art. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Er macht ja auch andere Sachen, die ich nicht weiß. Ach so, habt ihr da so ein... Weil er macht Blümchensex, worauf ich nicht klarkomme. Mit anderen Frauen? Ja. Und das ist dir auch wurscht? Ja, das ist scheißegal. Weil ich möchte meinen harten Sex haben. Okay, weil wenn das ihr... kann ich mit ihm nicht haben. Und für mich ist so. Ja, wenn ihr da so eine Übereinkunft, so eine stillschweigende Übereinkunft habt, ist das ja in Ordnung. Abgesehen von den ganzen Sexgeschichten, funktioniert die Beziehung denn sonst ganz gut? Ja, er zahlt und der Rest interessiert mich nicht. Was, er zahlt? Was zahlt er denn? Ja, der zahlt mir das. Ja, gewisse Kleinigkeiten. Finde ich nicht so sympathisch, wenn du nur wegen des Geldes mit dem Typ zusammen bist. Findest du nicht sympathisch? Finde ich nicht so sympathisch. Okay. Ist okay, aber er tut's doch freiwillig. Naja gut, vertiefen wir das erstmal nicht. Also die Beziehung ist nicht so, ist eher ein bisschen rissig oder nicht mehr so ganz in Ordnung. Richtig. Er hat auch viel kaputt gemacht. Jetzt bist du im zarten Alter von 42 Jahren sexsüchtig. Ja. Immer noch sexsüchtig. Wie lange bist du es schon? Hat angefangen mit 38. Ach, so spät erst. Mhm. Und vorher, wie war das vorher? Blümchen? Vorher normal. Blümchen. Ja, nee, nicht Blümchensex. Nee, das habe ich noch nie gehabt. Also das war noch nie irgendwie. Irgendwann bin ich durch meinen dritten Ehemann da drauf gekommen, Lederklamotten anzuziehen und bin im Orionladen gegangen, Beate Use. Ich habe diese Sachen gekauft, das, Peitsche, 9 Fingerpeitsche, dies, ne, hab alles machen lassen. Aber das ist einfach nur geil. Im Moment ist das denn der 4. Ehemann, mit dem du zusammen bist? Jetzt haut mein Mann gerade, hier mein Freund, der haut gerade gegen meine Jalousie, wie? Weil er darauf nicht klarkommt. Vielleicht hört er das gerade im Radio, ist mir auch scheißegal. Wie bitte? Der haut ja gegen die Jalousien? Wir wohnen ja nicht in einer... Die Jalousie. Ja, nee, wir wohnen 2 Häuser auseinander. Wir wohnen nicht in einer Wohnung. Nein. Ihr wohnt nicht in einer Wohnung? Nein. Und der klopft jetzt an dein Fenster von außen? Ja, soll er machen. Ist mir egal. Ich stehe dazu und so bleibt es auch. Das ist aber jetzt ich stehe dazu. Okay, verstanden. Das ist aber der 4. Ehemann jetzt, mit dem der da klopft.
Da ist kein Ehemann. Also einfach nur ein vierter Typ, mit dem du zusammen bist. Du hast sogar die ganzen Accessoires erzählt. Ja, aber jetzt tu mir mal einen Gefallen. Ja. Pass auf. Ich habe Männer kennengelernt, diesen Mann kenne ich seit 5 Jahren und wenn man ständig zur Polizei läuft, zeigt mich an, dies, das, hat man irgendwann keinen Bock mehr. Ich verstehe, deswegen wollen wir auch über deinen Sex. Da hat man irgendwo keine Lust mehr. So, und ich bin eigentlich eine dominante Frau, die wirklich Sex haben will, auch im Bett irgendwas erwartet. So, jetzt mal. Irgendwo, meine Liebe, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Was genau machst du im Bett? Alles. Also, du bist eine dominante Frau. Ja, bin ich auch. Du lässt dich nicht peitschen und du peitscht. Nee, beides. Beides. Wenn du alles machst, wo sind bei dir die Grenzen? Das mache ich, da ist das Grenzen mal. Grenzen sind bei mir zum Beispiel anpinkeln, Ich verstehe schon, ja. Muss nicht sein. Das muss nicht sein. Aber sonst mache ich alles. Sonst die harte Nummer. Ja. Ja. Bist du lieber in der dominanten Rolle oder in der devoten? Also es kommt immer drauf an, also der Mann kann auch schon mal die dominante Rolle übernehmen. Heute war es dreimal, wie war es da aufgeteilt? Da war ich die Dominante. Da warst du die Dominante? Ja. Da hast du den Kerl richtig rangenommen? Richtig. Was hast du mit dem Kerl gemacht? Sag mal, erzähl mal ein bisschen. Alles. Ach, erzähl mal ein bisschen genauer. Von oben bis unten blasen, ja, arschfick. Das darf man ja gar nicht so sagen. Also, ja, wie soll ich denn sonst sagen? Ja, sorry. Du hast recht, wenn ich schon so doof frage, dann... Ja. Also, ich mag schon. Also, du bist nicht zimperlich. Nee, ich auch nicht. Diese drei Männer, oder wie kommst du die an... Die wissen nichts voneinander. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wie kommst du an die Typen ran? Tja, Internet. Ah ja. Wie viel Kerle hast du denn so um dich herum am Laufen? Insgesamt habe ich 10, aber 3, mit denen ich nur Sex habe. 3, mit denen du Sex hast? Und kommen dann ab und zu auch schon mal neue dazu, dass du neue akquirierst? Nee, im Moment nicht. Ja. Und all die Männer wissen voneinander nichts? Nein. Was bist du, was bedeutest du diesen Männern? Der Einzige, der mir was bedeutet, ist der... heute bei mir war und der mir dann anschließend ein SMS geschickt hat und hat gesagt, ich freue mich auf morgen. Ah, das ist ein Mann, der mir wirklich was bedeutet. Das heißt, in den könntest du dich sogar unter Umständen verlieben? Habe ich schon. Hast du schon? Ja, und er sich aber auch nicht. Kann man sich verlieben, wenn man sexsüchtig ist? Das ist eine gute Frage. Aber ich sage mir mal, in dem Mann doch, das ist weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, wir nehmen dich an, du bist ja in den verliebt. Und nehmen wir mal an, ihr beide kämet zusammen. Und du wärst mit deinem Typ, den du sehr liebst. Da würde ich nichts mehr machen, weil da habe ich alles. Ja, wäre das so? Da habe ich alles. Ja, das ist eine gute Aussage. Da habe ich alles. Dann müsste das ja dein Bestreben sein, so einen Typ zu finden auf Dauer. Doch, da habe ich wirklich alles. Also wenn ich den kriege, ne, wenn es wirklich so bleibt, habe ich alles. Aber da muss der Arme auch dreimal am Tag ran, oder wie? Ja, dreimal, der will er selber. Achso, wie alt ist der Knabe? 45. Ja, gut, da ist er noch in Saft und Kraft. Ja, der ist wirklich in Saft und Kraft. Kannst du mir erklären, wie das kommt, dass du erst seit dem 38. Lebensjahr so radadoll geworden bist? Wie ich dir das erklären kann, ja, ich habe in meiner Kindheit, muss ich ganz ehrlich sagen, hören jetzt Millionen von Menschen, ist mir auch egal. Ich habe in meiner Kindheit viel Scheiße erlebt und habe mich dann irgendwann, war ich mit einer Frau zusammen. Ja. Hab mich dann zu einer Frau hingezogen gefühlt, weil mein Vater hat mich vergewaltigt. Ich habe 2 Kinder von meinem Vater. Ach du lieber Gott, du hast 2 Kinder von deinem Vater. Ich habe es verarbeitet. Ich war in Therapie, ich habe es verarbeitet. Ja. Und habe also kein Vertrauen mehr zu Männern gehabt. Also da war ich wirklich dann mit einer Frau zusammen und habe eigentlich nur meine Pflegemama, die wirklich immer auf meiner Seite war, die mich immer verstanden hat und auch wo ich mit der Frau zusammen gewesen bin. Mhm. Und irgendwann habe ich mich wieder getraut, langsam peu à peu an einen Mann zu kommen. Mhm. Peu à peu. So, und dann kam das irgendwann raus. So, und dann bin ich dann irgendwann auch mit meiner Pflegemama, ich sag, wir müssen jetzt mal irgendwas ausprobieren, dann bin ich mit meiner Pflegemama im Orion-Laden gegangen,
Da habe ich mir ein Lackkleid gekauft, da habe ich mir hohe Schuhe gekauft. Mhm. Meine Mutter, die wurde rot im Gesicht, weil die sich dann gar nicht sagte, lieber Gott. Ja. Ja, und ich habe es alles ausprobiert. Und als du dann, du hast das ja einen ernsten Hintergrund, wie du gerade schon beschrieben hast, als du dann wieder irgendwann mit Männern angefangen hast, hast du dann auch zunächst Spaß am Sex mit Männern gehabt? Nee, ganz am Anfang nicht, nein. Aber jetzt schon? Ganz am Anfang gar nicht. Jetzt ja. Jetzt schon? Ja, weil ich diejenige bin, die dominiert. Weil ich jetzt das Sagen habe, weil ich überwiegend, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in den Mann, wo ich mich verliebt habe drin, dem kann ich sagen, das. Mhm. Und er macht es. Sag mal nochmal. Also er sagt mir nicht. Ja, ja. Nochmal eine Frage zu deiner Vergangenheit. Wissen deine Kinder, dass ihr Vater der Opa ist? Nein, ich habe mit meinen Zwillingen keinen Kontakt. Mhm. Sind die Kinder gesund? Ich war damals 10 Jahre alt und ich musste die damals zur Adoption freigeben. Ist natürlich auch ein Thema. Ich habe das verarbeitet in der Therapie und was soll ich machen? Ja, nur eine Frage noch. Du warst damals 10 Jahre, als die Kinder geboren wurden? Ja. Ach du Liebe. Sind die Kinder gesund geboren worden? Ja, die sind gesund. Die dürfen nur keine Kinder kriegen. Ja, verstehe. Wir wollen nicht weiter daran rühren. Du hast ja schon gesagt, du hättest dich damit beschäftigt in der Therapie und das hast du jetzt. Ja, richtig. Das Kapitel. Das habe ich also gut verarbeitet, das ist nicht das Problem. Mhm. Ne? Also, so. Wie gesagt, ich bin dann eben halt die Dominante und. Aber ist ja interessant, was alles hat ja irgendwie eine Ursache. In deinem Fall hat auch diese krasse Sexualität, wo wir am Anfang so flapsig drüber gesprochen haben, hat einen ernsten Hintergrund. Ja klar, ich habe am Anfang habe ich wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gesagt, nee, Leben nicht, ne? Ich Mann nie wieder. Ist so. Und ich hatte dann auch ein Alkoholproblem. Ich bin dann auch in Therapie gewesen, weil meine Mutter war alkoholkrank. So und war dann in Therapie. Und ich habe immer gesagt, Gottes Willen, niemals einen Menschen, der irgendwann mit Alkohol zu tun hat. Und irgendwann, jetzt klingelt das bei mir, das ist jetzt mein Partner. Der, den du magst? Nee. Nee, der andere. Genau. Der gerade an die Scheibe gekloppt hat. Genau. Machst du jetzt auf? Nee. Ich stehe wegen dir am Telefon. Sehr gut, ja. Ja. Erzähl mal fertig, was noch? Jetzt mal knallt er wieder die Türe. So klar, kriege ich die Kündigung. Sollen wir aufhören? Nee, warum? Nee, ja, ich dachte, dass du dann vielleicht doch sich mit ihm unterhalten willst. Nee, will ich nicht. Das sind die Aggressivitäten, verstehst du? Weil ich meine, das ist das Aggressivität, was er macht. Der schellt irgendwo anders, ich verstehe es einfach nicht. Ich kriege es nicht in meinen Kopf rein. Aber da muss der hat mich 1000 Mal angezeigt bei der Polizei. Aber Birgit, das muss dich doch auch total ärgern und provozieren. Wieso gehst du nicht weg von dem Kerl? Geld hin, Geld her. Wie soll ich denn weggehen von dem, wenn er 2 Häuser weiter wohnt? Ja, du kannst dich ja von dem trennen. Ja, da hast du recht. Ja, da habe ich ja recht. Und dann, weißt du, was dann passiert, Domian, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Habe ich in 2 Tagen, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, habe ich in 2 Tagen, schreibe in meinen Kasten Anzeige wegen, keine Ahnung. Ach du lieber Gott. Lass mich noch was zu dir fragen. Bist du mit dem Alkohol hast du kein Problem mehr? Bin ich durch. Bist du durch, sehr gut. Also das einzige Problem, aber ein Problem ist es ja auch nicht, weil du das für dein Leben ja gut geregelt hast, ist die Sexualität. Ja. Bist du so mit dem Leben, wie du es jetzt führst, zufrieden? Eigentlich schon. So. Weil ich kann mir dazu einteilen, wie ich will. Ich gehe zwischendurch arbeiten. Was machst du beruflich? Altenheim. Ah, sehr gut. Besteht die Möglichkeit denn, dass der, in den du dich ja jetzt verknallt hast, dass der sich auch in dich verknallt? Ja, hat er ja. Ist er solo? Hat er mir gesagt. Ist er solo? Ja. Ah ja, dann sind die Chancen doch gar nicht so schlecht. Ja, nur das Problem ist, ich habe mich an einen gehangen, der dann heute da war. Da habe ich mich echt dran gehangen. Und der ist aber immer nicht mehr wiedergekommen. Wie, du hast dich dran gehangen? Ja, pass auf, wie soll ich dir das erklären? Der war hier bei mir, ja. Ne? Und da war alles wunderbar. So, dann hat er sich an mich rangehangen, wollte dann noch irgendwas zu essen kaufen und kam nie mehr wieder. Ja. So, obwohl er alles gekriegt hat. Ja. Aber was hat das mit dem zu tun, der sich in dich verliebt hat? Nichts, aber es sind einfach nur Sachen, die mich dann ärgern. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe. Also, du führst ein kompliziertes Leben, das merke ich schon.
Birgit, es hat mich sehr gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben. Ich wünsche dir, dass... Kann ich ein Auto von dir kriegen? Na klar, sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an. Ich habe auch jetzt mal eine Frage. Ne? Ja. Könnte ich mit eurer Psychologin mal sprechen, oder was? Auch das biete ich dir sehr gerne an. Da musst du auflegen. Nee, da meine ich jetzt im Ernst, weil vielleicht brauche ich da wirklich auch nochmal eine Therapie oder was. Ich weiß es auch nicht. Ja, ich höre ihn rufen im Hintergrund. Also, du legst auf, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und ich wünsche dir... Ich meine das jetzt im Ernst. Ja, ich meine es auch im Ernst. Und ich wünsche dir, dass du mit dem einen Typ zusammenkommst. Ich würde es dir gönnen. Ja, ich mir auch. Birgit, wir rufen dich gleich wieder an, du legst jetzt bitte auf. Alles klar, ich bedanke mich. Gerne, ne? Tschüss. Und ich bin verbunden mit Bianca. Bianca ist 35. Bianca. Hallo Domian. Hallo Bianca. So, meine Liebe, um was geht's denn? Ja, und zwar wollte ich dir eine Geschichte erzählen. Mhm. Und zwar geht's um meine Tante. Ja. Die ist letztes Jahr gestorben im Mai. Mhm. Und sie war erst 45 Jahre alt. Und das Komische daran ist, sie ist an Demenz gestorben. Ach. Einer der wenigen Menschen, es gibt nur 20.000 Menschen ungefähr in Deutschland, die so jung an Demenz sterben. In Ausnahmefällen gibt es das, das habe ich auch gelesen, ja. Ja. Mhm. Mhm. Und das Schlimme war, sie war immer ein Mensch, der im Leben gestanden hat. Sie war Restaurantleiterin hier bei uns in einem bekannten Restaurant. Mhm. Sie hat einen Sohn gehabt, der damals 25 war, jetzt 26, der auch nicht viel Kontakt zu seinem Vater hatte. Mhm. Also sie war, wie gesagt, alleinerziehend. Mhm. Und sie ist ins Heim gekommen. Und es gibt natürlich auch nicht viele Heime in Deutschland, die junge Demenzpatienten auffangen können. Ja. Sie musste natürlich in ein Heim, wo ganz viele alte Menschen waren. Bevor du das weitererzählst. Die sie noch alle überlebt haben. Ja. Bevor du das weitererzählst, wie lange hat sie denn, war sie schon erkrankt, bis sie dann in das Heim gekommen ist? Also mindestens ein Jahr. Also wir haben es schon sehr früh gemerkt. Also sie hat sich, sie hat eine Art, nennt sich frontotemporale Demenz. Das fängt vorne am Stirnlappen an. Mhm. Und da sitzt halt unser Sozialverhalten, ob wir auf Toilette gehen, Pipi machen, wie wir uns sozial verhalten. Und sie hat sich halt so auf einmal, sie war so ein Lebemensch und sie hat sich so abgekapselt von allem. Mhm. Sie hat nicht mehr angerufen, sie hat nicht mehr teilgenommen, wollte nicht mehr feiern gehen, Party machen, obwohl sie vorher so ein Mensch war. Und dadurch haben wir das auch gemerkt. Das waren so die Anfänge. Mhm. Und dann kam sie... Unser Hausarzt zum Glück hat das sehr schnell auch mitbekommen und hat auch Fragen gestellt. Ja, Gott sei Dank, das ist nicht alltäglich. Mhm. Und hat dann Fragen gestellt und hat durch die Fragen das auch erkannt und hat die dann nach Bonn in die Landesklinik überwiesen. Mhm. Und da wurde das dann rausgestellt durch verschiedene Untersuchungen. Wie hat sie denn, da war sie ja noch relativ bei klarem Verstand, wie ist sie denn damit umgegangen, dass sie als so junge Frau diese Erkrankung hat? Ja, was heißt damit umgegangen? Also wie war wie war ihre Reaktion? Hat sie es noch richtig realisieren können oder war es schon so weit fortgeschritten? Also es war schon in dem Sinne weit fortgeschritten. Sie hat sehr lange überspielt. Sie hat damals noch auf meine Tochter aufgepasst und hat sie vom Kindergarten abgeholt und hat auf sie aufgepasst, bis ich um 2 Uhr kam von der Arbeit. Mhm. Ist mit ihr noch auf den Spielplatz gegangen und. Und war aber danach total fertig mit der Welt und hat nur noch geschlafen und hatte immer Spätdienst. Also sie war Restaurantleiterin, also in der Gastronomie. Ist dann erst um 17 Uhr arbeiten gegangen. Und dann war das dieses Schlafen, Arbeiten, Schlafen, Arbeiten. Jetzt wolltest du gerade was von dem Heim erzählen, in das sie dann gekommen ist. Genau. Also wir konnten uns dann entscheiden, in Neuss. Sie ist, also hat erst in Neuss ein schönes Heim bekommen, weil mein Cousin... Der war da 25 Jahre alt. Er ist dann natürlich überhaupt nicht mit klargekommen. Mhm. Er hat es erst versucht, was ich auch echt gut ab. Wir haben auch alle geholfen. Aber das funktioniert dann nicht. Ne? Ja. Ist sie denn dann nochmal in ein anderes Heim gekommen? Mhm, genau. Und dann hatten wir hier bei uns in der Nähe, ist sie dann in ein anderes Heim gekommen. Ist sie in diesem Heim da auch verstorben? Sie ist dann ins Krankenhaus gekommen. Also sie hat Fieber bekommen eines Abends,
Und dann kam auch ein Arzt und hat sie dann ins Krankenhaus überwiesen. An was ist sie denn dann letztendlich gestorben? Also sie war so oder so schon sehr dünn, weil also die Menschen, die frontotemporale Demenz haben, die verlernen auch zu schlucken zum Beispiel. Ach so. Die verlernen alles. Mhm. Und ihr Zustand, wie beschreibst du uns mal, wie sie so in den letzten Wochen war, wenn du sie gesehen hast, wenn du sie besucht hast? Ganz dünn. Also ganz dünn und nur noch ein Abbild ihrer selbst. Hat sie dich angeschaut? Ja. Hat sie dich erkannt? Du kannst dir das vorstellen, wie Menschen, die zu Kindern werden. Also sie hat nur noch so, hat dann gelacht, weil sie sich gefreut hat, dass sie uns gesehen hat. Mhm. Und ich habe dann immer versucht, ihr über einen CD-Player dann alte Musik zu spielen. Hat sie das noch Gentleman erreicht? Gentleman oder... Ja, hat sie das noch erreicht, diese Musik? Mhm, hat sich sehr gefreut. Mhm. Und zu der Zeit konnte sie dann noch schlucken? Nee, nicht wirklich. Also wir mussten dann wirklich, wenn Essenszeit war, die kriegen das dann ja püriert. Mhm. Und dann haben wir sie gefüttert. Mhm. Und dann war das aber nicht mehr wirklich mit Schlucken. Also es war nur noch ein Verschlucken. Eine Frau von Anfang 40. Mhm. Wie war das denn? Mitten im Leben stand. Die mitten im Leben stand. Ganz viel gemeistert hat. Mhm. Die Schulden abgebaut hat von ihrem Mann, von ihrem damaligen Ex-Mann. Mhm. Die wirklich alles geschafft hat, die ein Engel auf Erden war. Wie war das denn für dich, diesen Verfall dann zu sehen und dieses, sie hat sich ja schon von der Welt verabschiedet, während sie noch gelebt hat, quasi. Ja. Sie war ja nicht mehr sie, es war ja ein anderer Mensch. Nein. Wie war das für dich? Genau. Ganz schlimm. Also ich bin noch hingefahren, sage ich mal. Mein Bruder zum Beispiel, der ist jetzt 28, der konnte da gar nicht hinfahren. Also er konnte das gar nicht ertragen. Mhm. Ich bin noch hingefahren, habe sie auch gefüttert. Und dann im Krankenhaus, dann war das für mich, ich wusste auch, dass sie stirbt. Alle anderen haben sich das noch schön geredet, also ihre Schwester zum Beispiel oder der Sohn. Und ich habe gesagt, die stirbt. Und dann bin ich dahin eines Tages und habe mich mehr oder weniger so in Gedanken, ich habe mit ihr in Gedanken gesprochen, gar nicht Worte gesprochen. Ich habe gesagt, du kannst gehen. Wir passen auf den Dennis auf. Mhm. Wir passen auf den Sohn auf. Mhm. Wir machen das hier alles. Du kannst gehen. Lass los. Mhm. Und einen Tag später ist sie gestorben. Da warst du nicht bei. Nee, ihr Sohn hat sie quasi hochgehoben, wollte sie nochmal in den Rollstuhl setzen, um mit ihr an die frische Luft zu fahren. Mhm. Und in dem Moment hat sie wohl keine Luft mehr bekommen und ist in seinen Armen sozusagen gestorben. Mhm. Dann hat er direkt angerufen und dann bin ich dahin. Und dann ist er mit meiner anderen Tante, also mit ihrer Schwester, nochmal rein. Und ich habe aber gesagt, ich kann das nicht, ich gehe da nicht mehr rein. Ach, und zum Glück, weil die kamen wieder raus und haben gesagt, der Mund stand offen, die Augen waren offen. Das wundert mich, dass du... Ich konnte das nicht mehr. Du hast sie ja oft besucht und hast sie auch in traurigen Zuständen gesehen, dass du das nicht konntest. Mhm. Wundert mich. Aber konnte ich nicht. Ich habe noch nie eine Leiche gesehen, also das konnte ich nicht, da mir eine Leiche angucken. Aber du hast ja was Gutes gemacht einen Tag vorher. Mhm. Du hast ja bei ihr gesessen auch. Und hast... Hat mir auch sehr viel gebracht. Intensiv. Da warst du alleine mit ihr. Da war ich alleine mit ihr, Da warst du alleine mit ihr. Mhm. 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 Hast du den Eindruck, dass sie in den letzten Wochen oder Monaten stark gelitten hat? Ich glaube nicht gelitten. Sie hat da gelegen und hat so geguckt, also sie hat geschaut, sie hat sich auch gedreht, also sie war nur noch ein Häufchen Elend, aber sie hat sich gedreht, sie hat sich auch, wenn wir zu dritt da waren und, sag ich mal, es war meine Tante und meine Oma, also ihre Mutter, die schon 84 ist, saßen auf der rechten Seite und ich auf der linken Seite, hat sie sich zu mir noch gedreht und hat mich angeguckt und dann habe ich sie gestreichelt. Vielleicht hast du ihr ja geholfen, wirklich, wirklich zu gehen. Hoffentlich. Man weiß es nicht, was da zwischen Menschen passiert in einer solch existenziellen Situation während des Sterbens und kurz vor dem Sterben. Bianca, danke, dass du uns das erzählt hast. Das ist sehr rührend gewesen und das zeigt mal wieder, dass es eben auch junge Leute treffen kann. Und bist du noch da? Bist du noch da? Nee, jetzt ist sie weg. Jetzt höre ich mich als Echo. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. In der Technik heute Friederik Marquardt. Wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann auch wieder mit einer freien Sendung
Bis dahin alles Gute. Tschüss. Schönes Wochenende.